Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zu dieser Schiffseinweisung hier auf dem Seekreuz-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben den T10 leichten Kreuzer der UdSSR hier in den Hafen gestellt, der jetzt vor kurzem ins Spiel kam. Und zwar für Kohle, nicht für Echtgeld, sondern für Kohle in der Waffenkammer. 244.000 Einheiten dieser Ressource müsstet ihr dafür aufwenden. Wenn ihr einen Gutschein habt, dann nützt ihr 183.000 Kohle und habt dann dieses Papierschiff im Hafen stehen, muss man ja einfach so sagen. Einmal geschichtlich gesehen ist es ein Papierschiff, es ist ein Entwurf aus den 1930er Jahren und ja, ist dann tatsächlich nicht gebaut worden. Die Pläne sind in der Schublade geblieben, dafür wurden andere Schiffe gebaut und nichtsdestotrotz hat Wargaming dieses Schiff eben für World of Warships umgesetzt. Und es ist trotzdem Papierschiff, denn es ist nicht gerade eine besonders dicke Panzerung bei dem Dampfer hier festzustellen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal direkt die Panzerungsanordnung an. Und ihr seht es hier schon direkt, 16 mm vorne, 16 mm hinten. Das ist also schon mal gleich die Alarmglocke an. Overmatch ab 229 mm gegnerische Granate. Das bedeutet, schießt eine Henry frontal auf euch, ignoriert sie diesen Bereich der Panzerung und auch diesen Bereich der Panzerung. Und wenn wir die dann mal wegblenden, dann kommt hier nämlich die Kasematte und die Zitadelle raus. Und dann haben wir hinten jeweils 100 mm in der Kasematte und 100 mm Zitadelle querab. Hier unten ist sogar noch schlimmer, nur 16 mm. Und dann haben wir hier oben 100 und da auch nochmal 100 und hier vorne wieder 16. Gut, das ist schon mal die erste Problematik. Dann geht es weiter hier an der Seite, 70 und 30 mm. Und hier unten sind es dann nochmal 16. Oben auf dem Deck haben wir 30, Aufbauten 13 mm, das heißt für HE-Granaten hier vorne in dem Bereich und auch auf den Aufbauten ohne Probleme zu penetrieren. Dann geht es weiter, wir haben mit HE 152 mm, ein Sechstel Penetration plus IFAE kommt dann durch euer Deck hier durch, die 30 mm, 203 mm Kaliber, ein Sechstel Penetration, also zum Beispiel die Charles Martel, kommt hier durch mit HE-Granate und dann natürlich auch Kitakase, Akizuki und so weiter. Die haben zwar nur 100 mm Kaliber, aber ein Viertel Pen und die Leute skillen auf jeden Fall IFAE auf ihre DDs rauf und die kommen dann da eben auch durch. Die 30 mm versetzen euch, genauso wie die 100 mm, hier dann aber in die Lage, wenn ihr vernünftig angewinkelt seid, könnt ihr relativ große Projektile auch abprallen lassen. Die 30 mm sind erst overmatchfähig bei 429 mm. Das bedeutet, dass wenn ihr euch geschickt anwinkelt und ein großer Kurfürst oder ein Friedrich der Große selbst mit den großen Geschützen auf euch schießt, gibt es eine Winkelabfrage und ja, wenn ihr geschickt angewinkelt seid, prallen diese großen Mumpeln eben ab und verursachen keinen Schaden. Außer eben bei den 16 mm. Ne? Da ist der Overpen, ja, oder der Overmatch eben gültig. Das heißt, ihr kriegt hier eine normale Pen, aber hier könnten eben Abpraller entstehen. Und noch ein Punkt, den ich euch unbedingt näher bringen will, ist, 70 mm scheint jetzt erstmal nicht mehr viel. Das ist es auch nicht. Aber wenn die ganz großen Schiffe auf euch schießen, also Yamato, Kreml zum Beispiel mit den 457 mm Geschützen, auch die Kongfera mit den 457 mm Geschützen, die kommen zwar durch die Panzerung ohne weiteres durch, aber eure Panzerung ist gar nicht dick genug, damit sich die AP-Munition aktivieren kann. Ich habe das im Übungsraum ausprobiert aus verschiedenen Winkeln mit einem Kollegen zusammen und wir haben es mehrfach bestätigt, auch aus verschiedenen Winkeln und so weiter, dass es definitiv so ist, dass 460, 457 mm sich nicht innerhalb der Zitadelle aktivieren können, weil eben 76 mm bei dem Kreml zum Beispiel notwendig ist, damit die Granate überhaupt erst den Zündverzögerer aktiviert. Und wir haben ja nur 70. Also selbst wenn man in den Winkel reinkommt, dann sind es eben 72 mm oder so. Aber es ist einfach so, da gibt es dann nur ein Overpen und das gilt übrigens auch bei der Zitadelle in der World of Warships Mechanik. Das könnt ihr euch gleich einmal im Kopf abspeichern, wer das noch nicht wusste. Das ist definitiv so und das haben wir halt auch im Übungsraum nachgestellt und überprüft. Die französische Schlachtschiff Republik ist da eine Ausnahme, weil da ist die Schwelle 72 mm und wenn ihr da aus dem gewissen Winkel schießt, ist es eben so, dass die Granate sich aktivieren kann und dann fresst ihr durchaus mal eine Zitadelle. Ne, wenn sie so schräg schießen und dann nicht abprallen die Granaten, dann könnte es locker eine Zitadelle werden, weil dann ja auch noch genug Platz in der Zitadelle an sich ist, wo die Mumpel sich reinbewegen kann. Gut, jetzt aber genug von der Theorie.
Wechseln wir von der Panzerung in Richtung der Statistik. Und dann kommen wir direkt zur Überlebensfähigkeit. Wir haben hier 32.400 Trefferpunkte, keine Torpedo-Schadensverringerung. Das heißt, ihr wird sehr viel Damage bei Torpedos an euch kleben bleiben, wenn ihr welche fresst. Also Shima-Torps oder so, das ist hier natürlich schon mal richtig heftig. Da verliert ihr locker mal schnell die Hälfte und mehr an Trefferpunkten, je nachdem, wie viel Torpedos ihr mitnehmt. Ja, das sind die wenigsten Trefferpunkte eines Kreuzers auf der Tierstufe 10 in World of Warships und unterstreicht die Charakteristik, dass ihr Granaten, Torpedos und solchen Sachen eher ausweichen solltet, anstatt sich denen entgegenzustellen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, immer noch schmales Profil besser als Breitseite, aber gut, das ist so eine Sache, das sollte man definitiv im Hinterkopf behalten. Und dann geht es schon weiter mit unserer Artillerie. Wir haben hier 4 Türme, vorne 2, hinten 2, 4 Rohre pro Turm, also 16 Mumpel in der Luft. Die Standardladezeit beträgt 4,5 Sekunden, wie die ganzen Werte, die ich euch zeige, sind alle Stock, unausgebaut. Wir gehen zum Ende des Videos, wenn ich das Schiff weiter ausbaue mit euch, dann nochmal darauf ein, welche Werte wir hier erreichen können. Ja, also hier die Hauptbatterie-Ladezeit, 4,5 Sekunden Stock, 6 Sekunden ist die Turmdrehzeit, 1800 ist der Alpha-Schaden und eine gute Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Warum sage ich gute Brandwahrscheinlichkeit bei 8%? Es ist einfach so, dass ihr hier, wie gesagt, 16 Mumpeln in der Luft habt und damit, ja, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 8% proggen. Ja, Streuung beträgt nur 119 Meter auf 13,8 Kilometer Kampfentfernung. Ist das ein ziemlich cooler Wert. Ihr schießt ja quasi, wenn man so sagen möchte, eine Zerstörermunition, bloß sehr, sehr viel davon. Die Durchschlagskraft der HE-Munition beträgt hier 21 mm. Das ist eher bescheiden. Und ich kann euch gleich sagen, IFAE, also die Zündverzögerung für Sprenggranaten, ist auf diesem Kreuzer Pflicht, um konstant vernünftig hohen Schaden zu machen. Ihr könnt euch auch auf Brände verlassen, aber das ist nun mal RNG-lastig. Und ja, es wird Gefechte geben, da braucht das gut, und es wird Gefechte geben, da braucht das weniger gut. Nehmt IFAE, und das bringt uns dann auch gleich zu dem Thema, weil ihr mit IFAE eben deutlich eure Penetrationsschwelle anhebt, nämlich auf 28 mm, und damit kommen wir durch sehr, sehr, sehr viele Kreuzer zum Beispiel durch. Auch durch die Alaska, die nämlich als Deckspanzerung 28 mm hat, und die würden wir dann eben penetrieren, ohne eben nicht. Die Hindenburg hat 27, Desmo hat 27 mm, die Henry hat 25 mm frontal und sehr viel auch auf dem Deck und so weiter. Da könnt ihr alles dann penetrieren. Ohne IFAE geht das alles nicht. Ja, auf den Schlachtschiffen bringt es euch leider nicht voran, weil da die Aufbauten 19 mm sind, da kommt ihr sowieso durch. Aber die Decks sind meist besser gepanzert. 32 mm ist der Mindestwert, die der Deck gepanzert ist. Und da kommt ihr halt selbst mit eurem IFAE-Skill dann nicht weiter. Kommen wir zur AP-Munition. 2600 ist der Alpha-Damage. Feuerreichweite überhaupt sind 13,8 km Stock. Das kann man aber sehr, sehr gut ausbauen. Wir haben hier 130 mm, das gibt einmal über die Module und einmal über den Kapitän. Also man kann hier eine Gefechtsreichweite im Maximum von 19 km erreichen. Das ist also richtig krasse Geschichte. 950 Meter ist hier übrigens die Mindestgeschwindigkeit für AP und HE-Granaten. Bei 16 km penetriert ihr mit der AP-Granate 59 mm, ab 12 km 79 mm Panzerung und ab 7 km 125 mm Panzerung. Dieses Schiff ist auf gar keinen Fall ein Schiff, wo man die AP vergessen kann. Ja, dieses Schiff ist eine sehr, sehr interessante Variante, weil man sehr, sehr schnell umladen kann, durch die 4,5 Sekunden eben. Und wenn man das Schiff aggressiv fährt, wie man durchaus mal tun sollte und nicht viel die Inseln einfach nutzen und nicht nur einfach am Kartenrand langfahren, dann kann man den Gegner auch mit AP-Salven ganz gut überraschen. Also auf einer Henry 10.000er Schellen oder auf amerikanischen Schlachtschiffen zum Beispiel, die ja außen überall 32 mm Panzerung haben, die ihr ja auf größere Distanz schon penetriert mit diesen 59 mm, die ich eben genannt habe, macht ihr eben auch euren Schaden. Ja, ihr kriegt jedes Mal eine Pen. Und das ist halt wirklich cool. Und deswegen kann das sogar teilweise der bessere Schaden sein als einfach der IFAE oder HE-Schaden, weil der ja, wie ihr wisst, oft wiederherstellbar ist. Gerade der Brandschaden ist eben zu 100% wiederherstellbar. Die AP-Munition hier hat Standard-Abprallwinkel 0 bis 30 Grad, ist keine Penetration möglich. 31 bis 45 Grad gibt es die Chance auf eine Penetration. Also das kann Abpraller geben und das kann auch keine geben.
Und ab 45 bis 90 Grad fängt die Penetrationskalkulation an. Da gibt es keine Abpraller mehr. Dann müsst ihr mindestens 22 mm penetrieren, bis dann der Zündverzögerer von 0,01 Sekunde auslöst und dann explodiert diese AP-Granate. Ja, in der Zitadelle wahrscheinlich eher selten, als sei denn, ihr seid extrem nah dran, auf einer Henry oder so ist das ja dann durchaus möglich. Dann müsstet ihr aber dann schon also bei 6, 7, 8 Kilometer Entfernung sein und die müsste schön Breitseite zeigen. Dann habt ihr eine Chance, auch mit den AP-Granaten eine Zitadelle in die Henry reinzudrücken und dann würdet ihr Alpha-Damage machen. In dem Fall halt 2600 pro Granate. Dann haben wir hier ein Sigma von 2.0 und eine Normalisierung der Granaten von 10 Grad, das heißt, die Granate bohrt sich in einem 10 Grad optimaleren Winkel durch die Panzerung, als sie auf die Panzerung trifft. Ne? Das ist zu eurem Vorteil, diese Normalisierung genommen. Ja, also das ist das, was man zu dieser AP-Granate eigentlich sagen kann. Und damit sind wir hier durch die Artillerie schon mal durch und schauen uns als nächstes die Torpedos an. Die sind nämlich sehr angelehnt an die Taschkent und die Dmitri Donskoi. Die haben denselben Alpha-Damage mit 14.400. Die Torpedoreichweite ist hier bei 8 Kilometer. Die Torpedogeschwindigkeit beträgt hier 60 Knoten statt 55 bei den anderen Schiffen. Bei der, Taschkent ist die Torpedogeschwindigkeit ja sowieso noch höher. Es ist hier ja, der Alpha-Damage eben, der mich vermuten lässt, dass es sehr ähnliche Torpedos sind. 14.400 Alpha-Damage halt. Ne? 131 Sekunden ist die Nachladezeit, also über 2 Minuten. Ist halt eine ja, Verteidigungswaffe oder für Kapitäne, die nicht daran denken, dass dieses Schiff eben Torpedos hat, kann den einen oder anderen mal überraschen. Wenn ihr zum Beispiel ja, gepusht werdet, ja, ihr habt eine Stellung und ihr werdet von einem Schiff gepusht, weil ihr denkt, der bläst euch einfach weg. Manchmal kann es auch hilfreich sein, das einfach dann volle Fahrt auf den Gegner drauf zuzusetzen, gut angewinkelt da zu sein und einfach dann die Torpedos in die Seite des Schlachtschiffs zu positionieren. Das kann also ziemlich lustig werden und ihn dann überraschen, anstatt dass er euch überrascht. Weiter geht's mit der Flugabwehr. Es ist ja ursprünglich ins Spiel gekommen oder sollte ins Spiel kommen als guter Flugabwehrkreuzer. Die Flugabwehr ist nicht schlecht. Sie könnte aber auch besser sein, muss man ehrlicherweise sagen. Die neue Mechanik ist jetzt quasi ja auch mit dem letzten Update 087 hier integriert worden. Wir gucken uns das mal kurz an. Kurzstreckenabwehr 70 bei 85% Trefferwahrscheinlichkeit bis 3,1 Kilometer geht die Kurzstreckenflugabwehr jetzt hoch. Wir haben die Mittelstrecke, auch da geht sie bis 3,5 Kilometer. Da machen wir kontinuierlich 210 Damage und haben 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Und dann gibt es die Langstrecke, die ebenfalls 90% Trefferwahrscheinlichkeit hat, geht dann bis 6 Kilometer weit. Da haben wir kontinuierlich 189 Damage. Den Schaden pro Sekunde 1890 und die Anzahl der Explosionen in der im Langstreckenbereich, also bis, ich glaube, 3,5 Kilometer gehen die Explosionen ungefähr. Dann, nur da werden die gespammt, woanders eben nicht mehr. Ja, da gibt es die Explosion von 1890 Punkten pro Explosion. Und dann können wir von der Flugabwehr schon rübergehen in die Manövrierbarkeit. 35 Knoten Höchstgeschwindigkeit, 750 Meter Wendekreis, 8,2 Sekunden Ruderstellzeit. Ich persönlich finde, dass man da ein bisschen was dran tun sollte. Ja, zumindest ein Modul sollte auf die Ruderstellzeit angewandt werden, weil das Schiff dann einfach nochmal einen Ticken bessere Reaktion auf die Ruder hat, um Beschuss schneller auszuweichen. Der Wendekreis verändert sich natürlich nicht, aber das Schiff reagiert schneller und lenkt weiter ein. Ist mein persönliches Empfinden, dass ich auf jeden Fall was für die Ruderstellzeit tun möchte. Kommen wir zum Wert der Verborgenheit. Wir haben hier 12,8 Kilometer zu Wasser, 7,4 Kilometer zur Luft. Und wenn ihr im Nebel steht, und das kommt ja hier durchaus vor, weil das Schiff nämlich einen Nebelgenerator hat, geht ihr 5,9 Kilometer auf. Darum der Wert, der muss in euer Kopf eingebrannt sein. 5,9 Kilometer, wenn ein Schiff näher dran ist, habt ihr ein Problem, dann geht ihr plötzlich auf. Also schön vorsichtig sein. Kommen wir direkt zum Verbrauchsmaterial. Ihr habt hier die Möglichkeit, in Slot 1 die Chance zum Team 1 oder 2 einzusetzen. Wirkungsdauer 5 Sekunden, Ladezeit 60 Sekunden für das Premium-Verbrauchsmaterial. Ich werde nur auf die Premium-Varianten eingehen, weil die ja in Zukunft der Standard werden in World of Warships. Die werden ja dann kostenlos und ja, die Standard-Verbrauchsmaterialien werden aus dem Spiel ja voraussichtlich zumindest entfernt. Mal sehen, mit welchem Update das dann passiert. Das war Slot 1. In Slot 2 gibt es dann die Wahl. Da könnt ihr entweder defensive Flakfeuer einbauen oder eben die hydroakustische Suche. Gehen wir kurz die Werte durch.
Beim defensiven Flakfeuer erhöht sich der Schaden, der kontinuierliche Schaden um 50% und der Schaden der Explosion um 300%. Das ist die neue Mechanik, die mit Update 087 für die Flak integriert wurde. Wirkungsdauer 40 Sekunden, Ladezeit 80, Anzahl der Verbrauchsmaterialien 3. Und dann gibt es noch eine Hydroakustik, die ihr im Austausch einsetzen könnt. Ortung von Torpedos 3,5 Kilometer, Ortung von Schiffen 5. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 100 Sekunden, Ladezeit 2 Minuten und auch da gibt es dann eben 3 Aufladungen, die da zur Verfügung stehen. Mit Inspekteur gibt es natürlich überall eine Aufladung mehr, das wisst ihr ja eh. In Slot 3 gibt es den Nebelerzeuger und der hat eine Wirkungsdauer von 20 Sekunden, Nebelwanddauer 89 Sekunden, also gut 1,5 Minuten. Knapp einen halben Kilometer ist die Dicke der Nebelwand und die Ladezeit beträgt 160 Sekunden. Bei 2 Aufladungen, auch da solltet ihr deswegen auch den Inspekteur mit reinbauen, damit ihr eine 3. Aufladung habt. In Slot 4 gibt es dann diese sagenumwobene Reparaturmannschaft. Nein, keine Sorge, ist keine Super-Heal oder irgendwas. Ist ein ganz normaler Heal, 0,5% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes werden hier pro Sekunde wiederhergestellt. Das Schiff hat nun mal nur sehr wenig Trefferpunkte, damit sind es auch nur 162 Punkte pro Sekunde. Wenn ihr India Delta als Signalflagge mit drauf habt, dann gibt es 190 und ein bisschen, ich glaube 194 oder so war das dann, die ihr dann pro Sekunde wiederherstellen könnt. Ladezeit 80 Sekunden, Wirkungsdauer 28 Sekunden und dann haben wir Gesamtanzahl des Verbrauchsmaterials 3 mit Inspekteur, dann 4. Die Signale, die ich hier eingebaut habe, blende ich euch gerade ein. Wichtig für mich, um sie ganz kurz von oben nach unten durchzugehen, also erst die obere Reihe, November Echo Set the 7 ganz links, mehr kontinuierlicher Flakschaden. Das wird auf jeden Fall dem ganzen Schiff hier helfen. Dann geht es weiter, ganz, ganz wichtig, India X-Ray, mehr Brandwahrscheinlichkeit, um 0,5% natürlich erhöht, weil ihr das kleinere Kaliber hier habt. Und dann gibt es natürlich noch Victor Lima, auch nochmal 0,5% Brandwahrscheinlichkeit dazu. In der 2. Reihe unten, ganz wichtig, Ladezeit der Verbrauchsmaterialien reduzieren. November Foxtrot, also ganz links in der 2. Reihe. Dann 2. von links, Sierra Mike, mehr Höchstgeschwindigkeit, 5% mehr. Dann 3. von links, India Delta. Da gibt es dann mehr Trefferpunkte, die ihr wiederherstellt. Das hatte ich ja vorhin schon einmal erwähnt. Dann solltet ihr unbedingt einbauen die Juliet Charlie. Also keine Explosionsgefahr mehr auf dem Schiff. Und dann haben wir schon 6 Flaggen verbaut, 7 Flaggen sogar. Und dann gibt es hier noch für mich die India Yankee Flagge, die eure Brände um 20% Dauer verkürzt. Das sind die Flaggen, die hier ja, meiner Meinung nach die sinnvollsten sind auf diesem Dampfer. Und dann kommen wir zur Tarnung, denn wenn ihr diesen Dampfer ersteht, für Kohle gibt es eine Premium-Tarnung dazu. Und die hat eben die Standardwerte 3% zur Erkennbarkeit zu Wasser, also 3% weniger natürlich. Die Streuung der Granaten um 4% erhöht, Schiffswartungskosten um 50% reduziert, Kreditpunkte gibt 20% mehr und EP je Gefecht plus 100%. Also die Tarnung hat es in sich, ist schön, dass sie dabei ist und die würde ich auf jeden Fall aktivieren. Ich habe hier die alternative Tarnfarbe drauf, also die finde ich eigentlich am schönsten bei den Russen. Der Kapitän bei mir, der ist wie folgt geskillt. Ich habe in der Reihe 1 vorrangiges Ziel gewählt. Ich sehe dann, wie viele Schiffe mich aufgeschaltet haben als kleine Zahl. Dann geht es in der 2. Reihe weiter mit letzter Anstrengung. Wenn Maschinen und Steuergetriebe ausfallen, kann ich sie mit einem Malus weiter betreiben, also auch das Ruder stellen und mein Schiff fährt einfach auch weiter. Wenn ich das nicht geskillt habe, bleibe ich einfach stehen und dampfe vor mich hin so, oder rauche vor mich hin und bin natürlich ein leichtes Ziel. Dann gibt es natürlich in der Reihe 2 noch die Möglichkeit, den Adrenalinrausch zu skillen. Das ist ja auf jedem Schiff eigentlich möglich. Das verringert eben die Ladezeit aller an Bord befindlichen Waffen im Austausch für Trefferpunkte. Ne? Also ihr verliert Trefferpunkte, weil ihr beschossen werdet und dafür könnt ihr eure Waffen schneller benutzen. Das ist ja bei dem Schiff hier nicht so effizient wie bei anderen Schiffen, weil ihr eben schon eine sehr niedrige Ladezeit habt. Und 0,2% auf 4 Sekunden ist nun mal nicht mehr so viel wie auf 30 Sekunden. Deswegen macht das hier wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn und könntet das locker auch in der 1. Reihe einsetzen für präventive Maßnahmen und oder Beschussalarm. Dann hättet ihr nämlich wirklich nochmal eine vernünftige Hilfe beim Fahren und könntet ihr trotzdem immer relativ schnell nachladen mit den 4 Sekunden, wenn ihr so skillt, wie ich es euch gerade vorschlage. In der Reihe 3 gibt es dann den Sprengmeister, um die Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen, ja, also 2% zu erhöhen.
Und den Inspekteur bei der Menge der Verbrauchsmaterialien ist das durchaus effizient. Ihr kriegt Hydro, Nebelwerfer und eben eine Reparaturmannschaft dazu. Das ist schon richtig geil. Dann kommen wir zum Pflichtskill IFAE oder Trägheitszünder für Sprenggranaten. Pflichtskill, um dann auf die 28 mm Penetration zu kommen und damit einfach deutlich viel mehr Schadenspotenzial zu haben. Das ist einfach genial. Und dann gibt es hier noch die verbesserte Schießausbildung. Bringt nicht nur mehr Reichweite für diesen Kreuzer, nämlich dann hoch auf 16,6 Kilometer, sondern auch 15% mehr Schaden in einem Explosionsradius auf der Langstrecke. Ich habe ja hier nur die Langstrecke, deswegen erwähne ich das so. Das ist einfach für mich ein sehr optimaler Skill. Wie gesagt, Adrenalinrausch, das ist euer Geschmack, ob ihr dann noch präventive Maßnahmen und die andere Variante skillt, halte ich für gleichwertig oder für Sinn. Vielleicht sogar ein Ticken sinnvoller, muss man ja ehrlicherweise sagen. So, und dann kommen wir zum Pro und Contra. Ich kann gleich eins vorweg sagen, das Schiff macht unendlich viel Spaß. Es ist genau mein Fahrstil, es macht unheimlich einfach Action. Ja? Ihr habt 16 Mumpel, ihr schießt, ihr könnt ständig rumballern, ihr seid schön manövrierfähig, ihr habt einen direkten Schuss, ihr habt eine gute Tarnung, eine gute Wendigkeit, eine richtig gute Anzahl von Verbrauchsmaterialien, die dann auch noch sinnvoll kombinierbar sind mit Nebel und Hydro. Und es ist einfach angenehm, ja. Wenn man sie so skillt wie ich, dann hat man jetzt hier einen Speckgürtel von über 5 Kilometern, wo man verborgen ist oder dann eben, wenn man dann schießt, aufgeht. Das ist halt wirklich cool, 11,2 Kilometer. Man sollte Inseln reichlich ausnutzen und eben dann drüber schießen, einen Ticken hinter die Inseln stellen, nicht ganz nah ran, weil der Schussbogen eher relativ flach ist. Das kann dann auch wieder als Nachteil in dieser Version gelten, aber es ist einfach, ja, nur geil. Das ist so meins. Ich habe wenige Kontras bei der ganzen Geschichte, denn die einzigen Kontras, die ich hier notiert habe, sind niedrige Trefferpunkte für einen Cruiser, nämlich die niedrigsten im ganzen Spiel auf T10. Dann eine schwache Panzerung, Overmatch-Anfälligkeit gegenüber 229 mm sind vorhanden. Das heißt, hier rappelt es vorne ganz schnell mal in der Kiste. Ihr müsst euch gut anstellen und ja, dem nicht jedem Beschuss könnt ihr ausweichen. Deswegen nutzt gut eure Winkel, dann habt ihr vielleicht die Chance, dass die Granaten abprallen, wenn es die richtigen Kaliber sind. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt. Dadurch, dass sie eben zu anfällig von der Panzerung ist und wenig Trefferpunkte hat, ist sie natürlich, also wenn ihr Fehler macht, ich wollte gerade sagen anfällig für Fehler, aber wenn ihr Fehler macht, in der Positionierung rausdriftet oder so Sachen, ist euer Gefecht in der Regel ganz, ganz schnell vorbei, weil dann oft sehr, sehr viele Schiffe auf euch schießen, die dann auch das passende Kaliber haben, um euch eine Zitadelle zu verpassen und ja, dann seid ihr einfach Mode. Allgemein, wie gesagt, Trefferpunkte sind halt gering, damit geht es sowieso relativ zügig, wenn ihr da von irgendwelchen DDs gefokust werdet, die nur IFAE-Spam, also HE-Spammer mit IFAE-Skill, dann schmelzen eure Trefferpunkte dahin, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Also, das ist wirklich so eine Positionierungsfrage. Es sollte schon ein bisschen Erfahrung bei dem geneigten Spieler vorhanden sein, um daran auch richtig Spaß zu empfinden und darin aufzugehen. So, das war's von unserer Schiffsvorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir, wie wir das wieder gemacht haben. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr unseren Kanal noch nicht kanntet und ihn jetzt kennengelernt habt. Empfehlt uns gerne weiter, würde mich sehr freuen. Und ja, ich sage einfach danke für eure Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video oder nächsten Livestream hier auf unserem Kanal. Haut rein, ciao, ciao.